Ja, hallo liebe GeoLeben TV-Zuseher, es ist schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem Video. Ihr seht, ich bin nicht alleine, neben mir sitzt ein hochinteressanter junger Mann, den ich vor einigen Wochen kennenlernen durfte und eben auch dann mehr oder weniger durch Zufall oder eben auch nicht durch Zufall, wer weiß das schon, seine Geschichte erfahren durfte oder zumindest einen Teil seiner Geschichte. Diese Geschichte hat eben auch mit Krankheit zu tun, mit gewissen Leiden, das man eben auch so in der Pubertät haben kann. Und das Spannende an der ganzen Sache, er hat da selbst vor allem ganz, ganz viel dazu gemacht, dass es eben wieder anders wird. Aber meine lieben Freunde, ihr wisst eh, die spannenden Informationen, die wichtigen Dinge kommen wie immer nach dem Intro. So, meine lieben Freunde, jetzt bin ich wieder da, ich bin wieder hier, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, jetzt wende ich mich doch einfach mal ein bisschen weiter zu dir her, lieber Tobias, wir sind per Du, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht herumtun. Also der Tobias. Lieber Tobias, magst du mir jetzt einfach mal erzählen, ja, so wie du mir das einfach auch erzählt hast, was da so war mit deiner Krankheitsgeschichte? Und wie du da sozusagen selbst wieder rausgekommen bist. Ja, also ich bin der Tobias, ich bin 23 Jahre alt und ich habe, seitdem ich ungefähr 10 Jahre alt war, eine sehr schwere Hautkrankheit gekriegt, die nennt sich Psoriasis. Ja. Ich bin dann mit meinen Eltern zu allen möglichen Hautärzten gegangen. Jeder Arzt hat mir irgendwas anderes erklärt und kann hat sich direkt oder kann und sich genau auskennt, was das eigentlich ist oder wie man es behandeln kann. Ich habe dann viele verschiedene Medikamente gekriegt und Salben und alles Mögliche, die vielleicht temporär einmal geholfen haben, ein paar Tage. Und dann ist es wieder viel schlimmer geworden. Und ich habe einfach gemerkt, nach den Jahren, dass irgendwie ich mit der Schulmedizin nicht weiterkomme, dass wir die nicht helfen können und dass die in dem Bereich der chronischen Krankheit einfach zu wenig Erfahrung oder zu wenig Wissen haben. Und dann bin ich mit ungefähr 14 Jahren zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir selber mal anschaue, wo das herkommen könnte, was so die Hintergründe sind. Und habe mich dann im Internet und in Büchern informiert und bin dann immer weiter auf sehr interessante Themen gestoßen, die eben der Auslöser für solche chronischen Krankheiten sein könnten. Naja, damit wir das mal ein bisschen in Bezug kriegen. Also du hast gesagt, so mit 10 Jahren war quasi das mit der Hautkrankheit, die sogenannte Psoriasis. Was für einen Zeitraum hat sich das jetzt so abgespült? Weil genau das ist es, liebe Zuschauer, was mich dann noch zusätzlich so fasziniert, dass ich mir wirklich denke, da ist ein junger Bursch, ein junger, ja, noch jemand, noch nicht einmal so richtig in der Pubertät wahrscheinlich, und hat er mehr oder weniger schon damit angefangen, sich, oder du hast damit schon angefangen, eben dich für solche Dinge zu interessieren, weil, wie du ja beschrieben hast, na, zuerst Schulmedizin, wir wollen das bitte gar nicht schlecht reden, Schulmedizin ist einfach da, hat ihren Sinn, aber natürlich gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man sich, wenn der Erfolg nicht so wahnsinnig langfristig ist, sich dann einfach auch alternativ umschaut, so wie das ich ja auch mal gemacht habe. Also wie alt warst du da und wie passiert es vor allem, dass ein junger Bursche in der Pubertät selbst zum Recherchieren, zum Schauen anfängt und sagt, okay, jetzt krempel dir die Ärmel hoch so nach dem Motto und schau dir jetzt einmal selbst. Ja, also es hat mit 10 angefangen, es waren ganz kleine Stellen auf der Haut, zum Beispiel auf die Beine und auf die Arme, die was dann halt über die Jahre immer schlimmer geworden sind und immer größer, die sind immer gekommen und wieder gegangen. Und dann eben nach 4 Jahren ungefähr und nach viel Arztbesuche, also wo ich schon fast eigentlich verzweifelt war, ich mir dachte, kriege ich das überhaupt in den Griff irgendwann oder gar nicht mehr, weil die meisten Ärzte haben mir gesagt, das ist unheilbar, das werde ich mein ganzes Leben haben, und das hat mich jetzt schon dann sehr fertig gemacht da in der Zeit. Und ich habe aber die Hoffnung nicht verloren, ich habe
irgendwie gespürt in mir, dass es Heilung gibt. Ja, spannend. Für das. Okay. Ich habe gewusst, da draußen gibt es irgendwo was, was man helfen kann. Okay, wie alt warst du da jetzt, wie du diese Erkenntnisse für dich gehabt hast? Wo ich die Erkenntnis gehabt habe, war ich 14. Das ist spannend. Okay. Also du warst 14 und hast irgendwie klar gewusst, okay, es gibt was für dich, es gibt sozusagen für dich Besserung. Ich will das Wort Heilung nicht allzu sehr strapazieren, aber ja. Egal, für dich war es so, ja. So, du hast das gespürt, so irgendwie. Ja. Okay? Und dann habe ich mich eben die nächsten 4 Jahre, so bis ich 18 war, immer mehr mit dem Thema beschäftigt, habe mich halt reingelesen und bin immer mehr, oder wie sagt man, mir ist immer mehr bewusst worden, was man dafür tun kann oder wie man Mittel einsetzen kann, um Besserung zu erfahren. Und dann mit 17, 18 ungefähr ist dann wieder ein großer Wendepunkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, mit Ernährung kann man sehr viel bewirken bei chronischen Krankheiten. Das habe ich nämlich sehr gemerkt bei meinen Hauterscheinungen, dass wenn ich viel Superfoods zum Beispiel gegessen habe und mehr pflanzliche Sachen, dass dann mein Hautbild viel besser geworden ist und der Juckreiz und die Schmerzen sind auch viel weniger geworden. Also die Erkenntnis ist sogar so mit 17 herumgekommen, 17, 18? Genau, da ist so die Erkenntnis gekommen, dass die Ernährung da eine sehr große Rolle spielt. Okay, ja. Was war denn so vom 14. bis 16., 17. Lebensjahr? Also wie hast du da geholfen? Hast du da schon Dinge eingenommen? War da schon irgendwas oder war halt einfach nur die Beschäftigung damit? Oder wie ist das da so? Was war da? Da war eben die Beschäftigung damit da und ich habe da eben immer wieder von den Ärzten bestimmte Medikamente gekriegt und Salben, aber die habe ich nicht mehr hergenommen, weil ich einfach gewusst habe, die helfen mir nicht weiter. Und in dem Zeitraum zwischen 14 und 18 ist dann auch wieder ein bisschen abgeschwächt. Also die Hautbilder waren nicht mehr so schlimm, sodass ich mich nicht mehr so viel damit beschäftigt habe. Okay. Und dann eben später mit 17, 18 sind wieder größere Psoriasis. Erscheinungen gekommen und da habe ich halt dann gemerkt, okay, ich muss wirklich was tun, weil so kann ich nicht weiterleben, ewig. Mit solchen chronischen Schmerzen und ja, mit so einem Unwohlgefühl einfach. Und da war irgendwann einmal die Erkenntnis, oder es war halt einfach durch die Recherche oder wie immer, irgendwann einmal klar, die Ernährung kann da einen großen Ausschlag geben. Genau, ich habe dann das, eines von den ersten Dingen, die ich entdeckt habe, war Spirulina eigentlich, weil ich gelesen habe, dass das eben sehr viel Gifte im Körper bindet und ausleiten kann. Und das habe ich mir dann gleich gekauft, so mit 16 ungefähr. Und da habe ich dann sofort gemerkt, nach der Einnahme, dass das sehr, sehr lindernd ist. Okay. Also die Schmerzen und direkt. Also direkt ein, zwei Wochen nach der Einnahme habe ich gemerkt, okay. Also da hast du schon was da. Allein durch die Einnahme von Spirulina. Ja, auf jeden Fall. Wow. Da habe ich schon gemerkt, okay, der Juckreiz geht zurück, die Entzündung geht ein wenig zurück. Und dann habe ich mich wirklich dann wieder bekräftigt gefühlt. Ja. Weil ich gemerkt habe, okay, es gibt da was, was mir weiterhelfen kann. Und das hat mich richtig ermutigt und dann habe ich immer weitergesucht und weitergesucht und bin dadurch auch auf immer mehr Sachen gekommen. Ja, sehr cool, da gibt es ja Parallelen auch, liebe Zuseher und Freunde, wenn ich doch eigentlich vom Tobias locker der Vater sein könnte. Mittlerweile gibt es natürlich trotzdem Parallelen. Das eine ist eben das, was man vielleicht auch immer wieder so raushört. Ich bin total fasziniert, jetzt auch gerade wieder, wenn du sagst, mit 16 habe ich mir Spirulina besorgt, wenn ich dran denke, was hat mich mit 16 interessiert? Da war die Ernährung in unserer Zeit natürlich wichtig, aber da haben wir uns keine Gedanken gemacht, was wir essen. Wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt, aber mit 16 Spirulina zu kaufen und natürlich auch Geld dafür bereitzustellen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt einfach, das fasziniert mich einfach total. Und das andere ist natürlich auch, was ich sehr gut finde,
da war offensichtlich die Erkenntnis, ja, hoppala, da ist jetzt was, das hilft. Ja. Mhm. Da ist sozusagen, und das erinnert mich auch an meine Geschichte, auch wenn die nicht mit 16 war, die war um einiges später und trotzdem so vor circa, sage ich mal, 15 Jahren ungefähr, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, jetzt habe ich was gefunden, das mir de facto jetzt einfach wirklich hilft. Und das war offensichtlich bei dir Spirulina, ja, ja, wo du einfach gemerkt hast, aha, da passiert was. Ja. Genau. Da tut sich was, da kommt Linderung. Und das ist halt dann eben so ein Wendepunkt wahrscheinlich gewesen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wo ich das dann eben bemerkt habe, dass das so eine starke regenerative Wirkung hat auf die Haut, bin ich natürlich voll fasziniert von dem gewesen und habe gleich weitergesucht, überall im Internet und in Büchern, was es noch so für Superfoods gibt, die was eben helfen, ein schöneres Hautbild herzustellen bzw. die Krankheit zu heilen. Und dadurch bin ich halt auf immer mehr Dinge gestoßen, die dann in Summe zusammen eigentlich immer das immer mehr verbessert haben. Was war denn da so? Hat es da noch was gegeben? Ein Mittel oder ein Superfood, wie du die alle nennst? War dann das so ein bestimmtes als nächstes oder, ja, oder was war dann, wie es weitergegangen? Es war so, ich habe dann mit 20 ungefähr ein Auslandsjahr gemacht in der Schweiz und habe dort gearbeitet in einer Firma. Und da habe ich natürlich die Ernährung wieder ein bisschen vernachlässigt, weil ich mich nur aufs Arbeiten konzentriert habe. Das heißt, ich habe wieder mehr vegetarisch gegessen. Okay, du bist ein Veganer schon gewesen? Genau, ja. Okay, seit wann mal? Ist das so gleich gegangen mit, wann bist du vegan geworden? Vegan geworden bin ich 2017. Okay, also das war noch vor der Spirulina-Geschichte. Nein, die Spirulina-Geschichte war schon 2 Jahre davor. Also das war ja mit 16, genau. Genau, ja. Und dann habe ich mich eben die 2 Jahre immer mehr mit Superfoods beschäftigt und bin dann Vegetarier geworden. Mit in die 2 Jahre, mit 18 dann war ich auf Weltreise mit 2 Freunden von mir und ab dem Punkt sind wir dann alle vegan geworden. Okay, also ich hab's da, so hast du mit der Ernährung selber natürlich ausgemacht, okay? Genau, ja. Und der Aufenthalt in der Schweiz, ja, um jetzt da wieder hinzukommen, hat die wieder zum Vegetarier gemacht. Genau, das habe ich wieder zum Vegetarier gemacht. Ja. Und in der Schweiz natürlich schwierig, ne? Käse, ja. Milchprodukte, ne? Ist verständlich. Ja, das ist ganz klar. Und ich habe mir natürlich am Anfang nicht viel dabei gedacht, weißt du, ich habe viel gearbeitet, ich habe richtig viel Überstunden gemacht, mir ist super gegangen und dann noch 4 Monate ist halt dann der Ausschlag wieder zurückgekommen. Okay. Aber richtig stark. Okay. Viel, viel stärker, wie ich es jemals gehabt habe. Und das ist so schlimm geworden zum Schluss, dass ich nicht mehr richtig geschlafen habe können. Ich habe nur mehr Schmerzen gehabt durchgehend. Wow. Es war, die ganze Haut war offen, es war wie eine offene Wunde eigentlich. Okay. Und es war wirklich ungut. So zu leben, weil das irgendwie dann der zentrale Punkt von deinem Leben ist und das ist einfach nur Schmerz und Leid. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Das war einfach wirklich die Hölle für mich, da durchzugehen. Und ich habe einfach gemerkt, ich kann da nicht mehr so weitermachen, ich kann nicht meine Gesundheit zerstören, nur für das bisschen Geld, was ich da verdiene. Okay. Und habe dann bemerkt, okay, ich muss wieder zurückgehen, ich muss heimgehen und mich auf meine Gesundheit konzentrieren und was finden, um jetzt wirklich aus dem mal rauszuholen. Und ich habe mich in der Zeit halt, ich bin ein sehr skeptischer Mensch, ich vertraue nicht gleich irgendwas, wenn ich was sehe. Ich war sehr skeptisch Gott gegenüber oder Religion gegenüber. Okay. Und in der Zeit habe ich nichts mehr zu verlieren gehabt, irgendwie. Ich habe dann angefangen einfach mit Gott zu reden. Ich habe ihn gefragt, ob er mir helfen kann, irgendwie. Und ich habe halt darauf vertraut, dass irgendeine Lösung kommt, irgendwann. Dann, wo ich heimgefahren bin, 2 Tage, nachdem ich daheim war, kommt einer meiner besten Freunde zu mir und sagt, hey Bro, du musst anfangen mit Selleriesaft. Okay. Und sofort habe ich gemerkt,
Das ist es. Okay. Das ist es. Meine Augen haben es aufgerissen und ich habe gemerkt, so ungefähr. Ich habe gemerkt, das brauche ich. Okay. Weil der macht eben eine Ausbildung zum Heilpraktiker und der hat seinen Mentor eben erzählt, was ich für arge Hautprobleme habe und was ich für einen Aluminiumwert da im Blut habe. Okay. Weil ich habe einen Schwermetalltest gemacht und da ist rausgekommen, dass ich einen 200 mal höheren Aluminiumwert gehabt habe, als das, also wie sagt man, ich habe einen 200 mal größeren Aluminiumwert gehabt als das. Als der Normalwert. Als der Normalwert, okay. Genau. Ja. Und das kommt eben wahrscheinlich auch dadurch, dass bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, sehr viel mit Aluminium gearbeitet wird. Naja, das habe ich mir schon fast gedacht, ja, genau. Okay. Und der ganze Aluminiumstaub, was da in der Luft ist, hat okay. sich auch viel mitgewirkt. Also es kam dann auf jeden Fall Selleriesaft in dein Leben. Genau. Ja. Ich meine, was mir jetzt auf jeden Fall schon auffällt und was natürlich auch mal, was ich anmerken möchte, du hast sehr viel in deinem Leben offensichtlich. Ja. Ja. Ist, oder sagen wir viel mehr, also ist relativ viel in dein Leben gekommen. Also man kann es halt einfach nur sagen, offensichtlich, ja okay, ich habe Spirulina genommen und dann war alles tippitoppi. Mhm. Nach ein paar Wochen sagen dann, das war immer ein Puzzleteil, sagen wir mal. Dann genau. war es natürlich auch offensichtlich die Ernährung, ja, die wird jetzt nicht gesondert, nur speziell, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil offensichtlich gewesen. Du hast dann selber gemerkt, wow, in der Schweiz ist wieder Käse und so, Milchprodukte dazugekommen plötzlich. Die Psoriasis hat sich ein paar Monate später wieder komplett entwickelt und so schlimm wie gar nie. Ja. Ja. Und dann, ich meine, wenn man es nicht kennt, ja, dann denkt man sich, ja, so ein bisschen ein Hautproblem, ja, da hat man so Dinge, aber wenn du von Schmerzen redest und wenn du sagst, ich bin verzweifelt und schlussendlich, wie hast du es gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren gehabt. Ja. Also ich denke mir, da muss man ja schon mega leiden drunter. Ja. Und dann kommt ja offensichtlich nur der Glaube oder der Gott oder was auch immer in dein Leben. Also das ist so der, wieder was du sozusagen, was in deinem Leben zusätzlich gekommen ist und offensichtlich Veränderung bewirkt hat. Und bis dann hin bis zum Selleriesaft. Ja. Genau. Das ist sehr, sehr spannend. Okay. Und jetzt ist der Freund da und sagt, du musst Selleriesaft nehmen, die Aluminiumwerte sind viel zu hoch. Viel zu hoch oder im Keller. Da haben sie halt einfach überhaupt nicht passt. Okay, und du hast ja gewusst, das ist es. Ja? Das ist es. Du hast einfach gewusst, das ist es. Was war dann als nächstes? Da hat er mir immer eine Liste gegeben mit 10 Dingen, was angestanden sind, die was ihm sein Heilpraktiker oder der Mentor ihm mitgegeben hat. Ja. Und die habe ich dann gleich befolgt. Okay. Das war zum einen der Selleriesaft in der Früh auf nüchternen Magen. Einen halben Liter. Ja. Danach den Schwermetall-Detox-Smoothie, der was eben 5 Komponenten hat, die okay. stärksten Schwermetall-Entgifter sind für unseren Körper. Und noch ein paar andere Ernährungstricks. Und das habe ich dann angefangen und innerhalb von einer Woche habe ich gemerkt, dass die Schmerzen zurückgehen. Dass der Juckreiz zurückgeht. Und nach ungefähr 2 Wochen hat es dann angefangen, dass die Wunden auch wieder zu heilen. Dass sie nicht mehr offen waren, sondern dass wirklich sich was verändert hat. Wow. Und da habe ich gemerkt, ich habe was gefunden. Ja. Ich habe endlich nach diesen 12 Jahren Suche was gefunden, das was mir helfen kann. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und so viel, das hat mich so ermutigt, dass ich da voll eingestiegen bin. Okay. Also war das dann, entschuldige. Wenn ich dich unterbreche, aber war das dann doch für dich eher dann so, dass du sagst, okay, aber der richtige Durchbruch, ich meine, das muss man immer wieder mal festhalten, ne? Du hast angefangen mit Spirulina zu nehmen, du hast die, nehme jetzt mal an, vom Fleischesser zum Veganer verändert, ja, du hast da auf der mentalen, seelischen Ebene was verändert, das heißt, das ist der Glaube oder Gott oder wie auch immer in dein Leben gekommen, und du hast da eine gute Freund gehabt offensichtlich, ein gutes Umfeld in dem Falle, du hast schon auf die gut geschaut, das sagt in der Schweiz, das muss ich abbrechen, ich muss zurück um mich kümmern. Du hast schon viel gemacht, ja, da ist schon viel passiert. Und jetzt ist doch immer noch, es ist doch noch irgendwie dann so, dieser sogenannte Detox-Smoothie. Ja. Liebe Leute, ihr wisst, ich habe ja
vor kurzem ein Video diesbezüglich auch hochgeladen, ist also nichts Neues. Ja? Und genau dieser Herr hat mich eben wieder daran erinnert, dass Athos ja sehr viel möglich ist. Gut, es kam dieser Tetosmoothie in dein Leben quasi und du sagst jetzt oder vermittelst jetzt quasi, das war es eigentlich, jetzt habe ich endlich, na, wobei es ich jetzt persönlich gar nicht so erlebe, ja. So nach einer kompletten, weil du hast da vieles schon, aber trotzdem bist du einfach wieder komplett einmal also in das tiefste Tal gekommen, nach dem Schweizer Metall. Mhm. Und dann hast du nach einer Woche schon gemerkt, das verändert sich. Nach zwei Wochen haben sie sozusagen die Wunden angefangen zu heilen, das heißt, es ist ausgetrocknet ja, in die Richtung ja. Und einfach besser geworden. Ja, und innerhalb von 2 Monaten dann ja. Ist die Haut so gut abgeheilt, dass eigentlich fast keine Schuppen mehr da waren, keine Schmerzen mehr, kein Juckreiz mehr. Okay. Und ich war einfach so überglücklich, dass die Information in mein Leben gekommen ist. Mhm. Und das hat mich einfach richtig inspiriert, weil ich gesehen habe, das hilft was, das kann Menschen helfen. Mhm. Dann habe ich mir Bücher besorgt von Anthony William, der was den Selleriesaft und den Detox-Movie ins Leben gerufen hat. Hab mir dann das Buch Heile deine Leber durchgelesen und das war einfach lebensverändernd für mich. Mhm. Ich hab mich da so sehr selber drinnen gesehen, weil der da meine Krankheit genau so beschrieben hat, wie es war. Mhm. Und die genauen Ursachen auch beschrieben. Und das hat sich so logisch angehört für mich. Mhm. Das hat alles zusammengefügt, die ganzen Puzzleteile. Und das hat sich einfach total richtig angefühlt. Mhm. Kannst du da vielleicht irgendwas ausheben aus diesem Buch, wo du sagst, okay, das war für mich genau, da habe ich mich total angesprochen gefühlt. Da hat der was erzählt, was genau so für mich total eins zu eins passt hat. Ja. Zum Beispiel stelle ich im Buch, dass alle chronischen Krankheiten und auch eben Hautkrankheiten ausgelöst werden durch eine Schwermetallbelastung im Körper und eine virale Belastung. Okay. Das heißt, ein bestimmter Virus gemeinsam mit einer bestimmten Schwermetallbelastung im Körper kreiert alle möglichen chronischen Krankheiten. Mhm. In meinem Fall war es so, dass ich eben viel Aluminium und Kupfer in meiner Leber und im Körper gehabt habe und bestimmte Epstein-Barr-Viren haben sich davon ernährt und haben dann ein Dermatoxin ausgeschieden, so nennt man das. Mhm. Das Dermatoxin ist so hochgiftig, dass das vom Körper sofort zur Haut geschoben wird. Mhm. Der mag sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Der will das sofort loswerden. Genau, ja, der will, dass das sofort rausgeht und das keine weitere Zelle verletzt. Mhm. Und dadurch entstehen eben alle möglichen Hautkrankheiten und Hauterscheinungen, weil verschiedene Giftmischungen an die Oberfläche treten. Mhm. Und die Haut erneuert sich dann natürlich viel schneller, um die Giftmischung rauszuschieben. Mhm. Und wo ich das gelesen habe, das hat sich einfach so richtig angefühlt. Ich habe Gänsehaut gekriegt, überall in der Brust. Okay. Das ist es. Ich habe gewusst, dass da irgendwas dahinter ist. Das kann nicht sein, so wie mir die Ärzte jahrelang erzählt haben, dass mein Körper sich selber angreift. Mhm. Alle haben mir immer wieder gesagt, ja, dein Immunsystem hat einen Fehler, dein Immunsystem greift deinen Körper an. So ist es nicht. Ja. Und das ist ein ganz ein gefährlicher Gedanke. Mhm. Das ist eine ganz gefährliche Information, finde ich, wenn das verbreitet wird, weil das Menschen fertig machen kann. Mhm. Wenn man dann ständig sich denkt, hey, ich bin fehlerhaft, ich bin schlecht. Okay, das ist interessant und natürlich auch. Genau. Genau, ich habe einen Fehler und ich kann gar nichts machen dagegen. Das ist halt einfach so. Ja. Genau. Und ich habe irgendwie gespürt die ganze Zeit, das kann nicht sein. Da muss irgendwas geben. Und mit dem Thema, was jetzt sehr brisant ist, mit bestimmten medizinische Behandlungen und Injektionen habe ich mich auch sehr beschäftigt, weil ich früher irgendwie schon gespürt habe, da kann irgendwas nicht passen, da stimmt was nicht. Weil ich habe mich immer wieder an so Momente erinnert, wo es mir ganz schlecht gegangen ist mit der Haut und wo ich wieder Schmerzen gehabt habe, ist mir der Moment immer wieder eingeschossen, wo meine Mama früher mit mir, wo ich
Kleinkind war, zwei bis vier Jahre, zum Arzt gegangen ist. Wo man natürlich alle möglichen Injektionen kriegt für verschiedenste Krankheiten und Viren und alles Mögliche. Ja, ja. Und das hat sich für mich immer schon richtig dunkel und schwer angefühlt. Okay, als kleines Kind. Ja, also dann in der Pubertät habe ich erst gemerkt, dass ich, also wie schlecht sich das eigentlich angefühlt hat für mich damals. Als Kind habe ich das natürlich nicht realisiert. Ja. Aber wenn ich dann so als Jugendlicher zurück reflektiert habe, habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas passt da nicht, was da die da in den Körper hauen. Und da habe ich mich in dem Bereich natürlich auch informiert und habe immer mehr erfahren, dass da eventuell Schwermetalle drin sein könnten. Alle möglichen, von Aluminium bis Barium, Strontium, Kupfer, Quecksilber, ganze Palette. Okay, also um jetzt nicht zu sehr in dieses Thema hineinzukommen, sagen wir es lieber nicht, um was es geht, aber es hat jetzt sozusagen eine Frage, die ich schon im Kopf gehabt habe, irgendwie für mich auch beantwortet, weil natürlich ist es spannend, wenn das alles sehr viel eben mit Vergiftung, mit den ganzen Schwermetallen zu tun hat, ja. Könnte man jetzt einfach mal sagen, ja okay, ja du hast natürlich durch deinen Beruf, logisch, hast viel mit Aluminium und viel mit Metallen zu tun gehabt und mit denen, mit jenem, aber es hat ja viel früher angefangen. Ja? Genau. Und da ist halt natürlich jetzt der total spannende Geschichte, was das Ganze nochmal sehr spannend macht und ja, wenn man sagen muss, wow, es gibt schon spannende Sachen auch. So wie du erzählst, naja, als kleines Kind, so mit 3, 4, irgendwie so ein komisches Gefühl dazu zu haben oder das Ganze in so schwarze Ecken zu bringen, also das ist eigentlich nichts Gutes, was da passiert und so. Und ja, natürlich wissen wir, dass durch die verschiedensten Injektionen da viel solcher, sagen wir mal, Metalle in den Körper kommen. Das ist, ja, viele spannende Erkenntnisse auf jeden Fall. Schauen wir wieder zurück zum, sagen wir mal, zum Detox-Smoothie oder zu dieser Sache. Wir waren jetzt bei 2 Wochen circa, es hat sich alles deutlich verbessert. Ist es jetzt einfach mit dem gegangen, wo du gesagt hast, okay, der Detox-Smoothie, der wird jetzt jeden Tag getrunken, plus Selleriesaft. Genau. Ja, und dann hat sich das einfach verbessert. Naja, ich habe auch noch gleichzeitig eben auf die sogenannten Krankmittel verzichtet. Das sind bestimmte Lebensmittel, die eigentlich in unserer alltäglichen Ernährung sind und alle möglichen Viren in unserem Körper ernähren und füttern. Und die habe ich natürlich auch aufgehört zu konsumieren. Okay. Und die drei Aspekte sind die Sachen, die was mir am meisten nach vorne gebracht haben. Und wie ich einfach selber gespürt habe, dass das wirkt, dass das eine Wirkung zeigt, habe ich gemerkt, okay, das ist das Richtige für mich. Für das stehe ich und das kann ich Menschen zeigen. Weil ich habe dann in dem Buch und auch auf seiner Instagram-Seite so viele Menschen gesehen, mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern, die was sie mit der Information einfach regenerieren können haben. Die was wieder in ein Leben zurückholen können haben. Okay. Und das war wieder ein Moment, der was mich noch tiefer inspiriert hat, wo ich dann gemerkt habe, hey, die Information hilft nicht nur mir mit meiner Krankheit, sondern jedem Menschen. Hilft sehr es vielen ist, Menschen. Es ist wirklich, es ist eine universelle Methode. Okay, gut, Tobias. Ich würde jetzt einmal kurz darauf zurückkommen, die drei wichtigen Dinge. Ja? Nicht, dass wir ganz genau darauf hinkommen, sondern, liebe Leute, da habe ich auf jeden Fall schon mal ganz klar vor, da werden noch 1, 2 Videos auf jeden Fall folgen, wo man dann auf diese speziellen Sachen, vor allem die Krankmittel, nochmal ganz speziell drauf eingehen. Vor allem hast du noch eine andere sehr, sehr interessante Seite, die sich auch aus dem Ganzen raus entwickelt hat, über das werden wir auch noch reden. Also, was war jetzt so das Erste, diese drei Eckpfeiler, sagen wir mal, das Erste war jetzt... Das Erste ist der Selleriesaft. Okay, der Selleriesaft, das Zweite... Der Schwermetall-Detox-Smoothie. Der Detox-Smoothie und das Dritte... Das Weglassen von den Krankmitteln. Okay, also das war dann wirklich das Paket, was dir zum Durchbruch verholfen hat. Alles andere, wie man, die Spirulina ist ein Teil vom,
vom Detox-Smoothie und vegane Ernährung, das umzustellen und einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man sich um sich selber kümmern darf und sollte und Antworten finden. Das ist ja auch noch die Jahre lang gelaufen, aber jetzt im Endeffekt jetzt gar nicht so bei diesem Paket dabei, sondern das ist halt für dich, glaube ich, so als Entwicklung halt auch gegangen, wie es auch bei mir war, immer wieder dann Ernährung und dieses und jenes. Und das ist also das breite Spektrum, aber die Dinge, die dann wirklich eben dann, wo man merkt, das ist der richtige Boost, das war eben, wie gesagt, das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Genau. Ja, meine lieben Leute, und damit das erste Interview jetzt auch nicht die Zeit allzu sehr beansprucht, ich weiß es nicht, ich vermute jetzt einmal so 20 Minuten, vielleicht auch 25, schauen wir, werden wir dann eh sehen, sage ich jetzt auf jeden Fall mal, das war es jetzt einmal im ersten Interview, ich sage jetzt einmal danke Tobias auf jeden Fall sehr und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das, auf die weiteren Dinge, kann ich auf jeden Fall sagen, man, das mit den Krankmitteln, das werden wir in einem weiteren Teil auf jeden Fall besprechen, weil das zahlt sich aus, dass man sich das sehr genau anschaut. Und das andere, ja, das mit dem Orgonit, ja, gibt es ja auch noch was der Tobias auch macht, ja, womit er sich sehr genau beschäftigt und wo es sehr, sehr interessante Dinge herauszuholen gibt. Ja. Orgonit, die Energie, ja, das werden wir uns auch noch mal anschauen in einem weiteren Video. Ja, in dem Sinne, herzlichen Dank fürs Interesse und ja, es zahlt sich immer wieder aus, mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil jeder hat sehr, sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Ja, Tobias, danke jetzt auf jeden Fall mal für deine Öffnung, da auch öffentlich. Gerne. Und ich freue mich auf das weitere Video und ich sage jetzt einfach mal Baba, ciao, tschüss, bleibt gesund und wenn es noch nicht seid, ihr wisst eh, haben wir ein super Beispiel, dann kann man es werden und wird es auch, wenn man auf sich und auf seine Eingebungen und auf die Menschen, die einem gut tun, vertraut. In dem Sinne, Baba, ciao, tschüss und Servus.